Zurzeit verdrahte ich gerade die Schaltwege der nächsten Weiche. Und löte das auf einen Lötpunkt fest, der aus einer Schraube besteht. So, verdrehen. Und verlinken. Den Burschen kürze ich jetzt ein klein bisschen ein. Und dann gehe ich auf die Schraube los, die mir als Lötpunkt dienen soll. So, die Kabel sitzen und müssen jetzt zum Stellpult ganz da hinten geführt werden. Selbstverständlich kam es hier an der ungünstigsten Stelle zu einer Verwerfung. Ich glaube, ich habe das in den Griff bekommen. Da habe ich mich getäuscht.
komme der Sache näher, aber noch nicht wirklich nahe. Und damit ist dieses Kabel befreit.